Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Infokrieg TV. Mein Name ist Alexander Benesch und wir sind live für die nächsten 60 Minuten. Wir haben den 23. April 2012 und wir haben heute was für Sie vorbereitet. Und zwar einen Blick hinter die Kulissen. Eine seltene Gelegenheit, da wir einfach keine Zeit haben, großartig noch hier uns selbst auf den Zahn zu fühlen. Wir spielen den Clip, das ist ungefähr 10 Minuten. Und danach können Sie uns, wie in jeder Sendung auch, live uns schreiben. Sie können uns an die üblichen Adressen schreiben. Die E-Mail-Adresse ist radio@infokrieg.tv, radio@infokrieg.tv. Unser Skype-Name ist infokrieg-hq, infokrieg-hq. Kommentieren Sie das Ganze oder schreiben Sie uns irgendwelche Fragen, was auch immer, lassen Sie Dampf ab. Sprechen Sie über die anderen Themen, über die wir heute auch berichten werden. Der fortlaufende Prozess gegen Anders Behring Breivik in Norwegen, was wir darüber alles noch erfahren können. Sehr, sehr interessante Sendung für Sie, meine Damen und Herren. Hier ist unser Einspieler und wir sehen uns dann live zurück nach der Aufzeichnung in rund 10 Minuten. Richtige Medienarbeit ist auch im Twitter-Zeitalter immer noch sehr, sehr aufwendig und teuer. Man muss stapelweise Bücher lesen. Man muss international mit den Nachrichten auf Trab bleiben. Man muss selbst auswerten, aussortieren, präsentieren, produzieren, Audio, Video, Text. Man muss Interviews vorbereiten, Interviews führen. Man muss ein Korrespondentennetz pflegen. All diese Aufgaben, die dazugehören. Am besten fährt oder fliegt man noch an einen Ort des Geschehens, um von dort zu berichten. Man muss die Technik kennen, Technik anwenden, die Technik auch erstmal besitzen. Und schließlich muss man auch die Arbeit an den Mann bringen. Man muss die Leute über verschiedenste Kanäle erreichen und man muss die Menschen davon überzeugen, einem überhaupt zuzuhören. Ohne gute Medien schwindet die Freiheit dahin. Die falschen Leute haben die Meinungshoheit. Leider lässt sich mit dieser aufwendigen und teuren Arbeit heutzutage eigentlich kein Geld mehr verdienen. Hiermit verbringe ich sehr viel Zeit. Mein Rugged Laptop, besonders geeignet für Außeneinsätze. Er ist zwar nicht der schnellste und filigranste, aber es kann draufregnen. Er kann metertief fallen, ohne kaputt zu gehen. Ich administriere alle unsere Seiten, ich leite die Redaktion und die Technik. Ich teste und vergleiche Bücher und andere Produkte für den Infokrieg-Shop. Unser Server ist von Black Lotus. Sicherheitsexperten sind rund um die Uhr verfügbar, um eventuelle Hacker-Attacken abzuwehren. Nicht gerade billig, aber ohne wären wir wohl kaum noch online. Die großen Medien haben längst ihre Unabhängigkeit verloren, wenn sie jemals überhaupt besessen haben. Man bekommt dann Exklusivmaterial von den Geheimdiensten, man sitzt dann, der Chef sitzt zumindest in irgendwelchen globalistischen, quasi geheimen Elite-Clubs oder die Bundesregierung trifft sich mit einem Chefredakteur im Geheimen und spricht dann die Medienstrategie ab, wie man dem Volk verkaufen möchte, dass das Land nicht längst pleite ist. Wenn also irgendein naiver Student seinen Abschluss endlich in der Tasche hat, dann konkurriert er mit all den anderen naiven Studenten um ein paar ganz, ganz wenige feste Arbeitsplätze bei den großen etablierten Publikationen und Fernsehsendern. Keiner will ewig seinen Eltern auf der Tasche liegen. Keiner will mit 30 noch der Volontär sein, der keinen müden Cent hat. Also bekommt derjenige, der am unterwürfigsten ist, derjenige, der am meisten die globalistische Propaganda in sich aufgenommen hat, jemand, der am verschlagensten ist, der bekommt dann die wenigen festen Arbeitsplätze. Viel verdienen tut eigentlich niemand, außer ein paar ganz, ganz wenige Leute. Immer mehr Aufgaben werden ausgelagert ins Ausland, insbesondere im Videoschnitt. Es gibt eine ganze Bandbreite an Leute, die als kostenlose Hilfen irgendwo tätig sind, in der Hoffnung, dann doch irgendwann noch einen einträglichen Arbeitsplatz zu ergattern. Die Situation ist so extrem, dass selbst wir uns nicht mal ansatzweise finanzieren könnten, nur durch unsere Medienarbeit. Wir sind deshalb gezwungen, zwei super aufwendige Dinge gleichzeitig zu machen, nämlich die Medienarbeit und einen Online-Versandhandel. Meine Frau Sonja leitet seit Mitte 2010 unseren Online-Handel und unsere Buchhaltung. Hier ist jeder Kunde in guten Händen. Es wird ständig optimiert und erweitert. Und manchmal bekommt der Kunde seine Ware auch schon am nächsten Tag geliefert. Ende Mai haben wir für Sie einen ganz neuen Shop online. Und Sie können dann endlich auch aus der Schweiz bei uns bestellen. Die großen Medien wollen das Leistungsschutzrecht und das Urheberrecht so weit verändern, dass möglichst alle kleinen und mittleren Konkurrenten aus dem Markt gedrängt werden. Hingegen die Piraten, die Linken und die Träumer wollen Leistungsschutzrecht und Urheberrecht so weit verändern, dass möglichst jeder pleite geht. Das Ganze hätte dann zur Folge, dass ein staatliches System notwendig wäre, das auch immer wieder vorgeschlagen wird,
also eine Zwangsabgabe aus unseren Portemonnaies, füllt dann einen Regierungstopf und aus diesem Topf werden dann Medien und Unterhaltung bezahlt, die den Politikern genehm sind. Weil wir auf Mainstream-Artikel verweisen und auf bekannte Geschichte, werden wir von einem halbprominenten Piraten in die antisemitische Ecke gestellt. Man kann sich vorstellen, wie das aussehen würde, wenn solcherlei Politiker dann diese Art von Regierungsmedientöpfe verwalten würden. Die Piraten selber würden nichts an Wert selbst produzieren, sie wollen hingegen nur kontrollieren und verwalten. Mit diesem Computer hier bearbeiten unsere Lageristen die Bestellungen im Detail, sorgen dafür, dass alles an der richtigen Adresse rauskommt. Außerdem streamen wir mit genau diesem PC unsere Live-Sendung in Standardauflösung über Livestream. Hier ist eines unserer Lager, dient uns auch als Verpackraum. Das heißt also für uns 7 Tage die Woche Arbeit, keine Feiertage, keine freien Wochenenden, keinen bezahlten Urlaub. Niemand garantiert einem irgendwas, man ist für alles selbstverantwortlich und muss ständig eigene Entscheidungen treffen, die größte Auswirkungen haben können auf die Zukunft dieser Unternehmung. Vom Umsatz bleibt rund ein Viertel übrig, davon müssen dann diverse Dinge bezahlt werden. Das, was übrig bleibt, gilt dann als Gewinn, wird nochmal versteuert und das bleibt einem dann als Arbeitslohn, um seine Rechnungen zu bezahlen. Allerdings von seinem Lohn kann man auch wieder nur 80% nutzen, denn überall ist ja wieder Mehrwertsteuer drauf. Es ist also blanker Irrsinn. Hier sehen Sie, was ich während einer Live-Sendung sehe. Verschiedene Monitore, Keyboards, Mäuse, außerdem ein Telefon und einen Telefonhybriden, womit wir dann auch Anrufe einbinden können. Skype hat zwar ebenfalls eine Funktion, ein Telefon einzubinden, ist aber nicht so zuverlässig. Deswegen brauchen wir einfach diese Option. Auf dem Bildschirm links hier habe ich einerseits den Ton im Blick, andererseits den Stream in High Definition, der an die Abonnenten geht. Im Bildschirm daneben habe ich ebenfalls eine Audioübersicht. Darüber hinaus sehe ich meinen Browser, Skype, E-Mails. Hier ist die Programmvorschau. Alles, was hier auf dem Monitor zu sehen ist, ist das endgültige Signal, so wie es dann rausgeht, so wie es Sie dann als Zuschauer sehen können. Und das hier ist das TriCaster Interface, das ist die Bedienoberfläche. Hier wird das Bild gemischt, hier werden die Titeleinblendungen gemacht und alles weitere. Alles on the fly, alles live, alles von mir. Die aufwendige Kulisse, die Sie in der Live-Sendung sehen, ist vollständig computergeneriert. Sonst hatte man die Wahl zwischen teuren Kulissenbauten, sich selbst einfach vor irgendeinem beliebigen Hintergrund zu filmen oder unglaublich teuren virtuellen Lösungen. Wir benutzen einen NewTek TriCaster, ein ganzes Fernsehstudio in einer verhältnismäßig kleinen Kiste. Die Technik für die virtuellen Studiosets ist inklusive. Wir können alles, was wir hier benutzen, ohne großen Aufwand mobil einsetzen. Wir brauchen also vieles nicht doppelt. Soziale Netzwerke können eine große Hilfe sein. Sie ersetzen allerdings nicht die Substanz, die notwendig ist, um sich behaupten zu können. Man braucht ein großes Durchhaltevermögen und man darf nicht erwarten, über Nacht zum Facebook-Star zu werden. Auch wenn einem das immer eingeredet wird, inzwischen glaubt ja jeder, dann ein Facebook-Star zu werden. Wenn man also nur ein Amateur ist und nur ein wenig Freizeit zur Verfügung hat, braucht man nicht erwarten, immer nach ein Imperium aus dem Boden zu stampfen. Sobald jemand regelmäßig publiziert und sobald die Inhalte über den eigenen persönlichen Bereich hinausgehen, ist man juristisch verantwortlich für jeden einzelnen Satz, den man publiziert, sei es in Bild oder in Ton oder halt als Text. Dann muss sich dann der Hobbyblogger sogar vielleicht im Zweifelsfall von seinem geringen, mehrfach versteuertem Einkommen einen Anwalt leisten. Sobald jemand nur einen Spendenbutton auf der Seite hat, oder sobald jemand ein paar Dinge verkauft, seien es nur T-Shirts, ist derjenige verpflichtet, Steuern zu bezahlen, ein Gewerbe anzumelden und die Buchhaltung zu betreiben. Dann gibt es die Kleinunternehmerregelung, allerdings ist das rein rechnerisch so designt, dass es sich vielleicht gerade noch zum Überleben rechnet, aber man kann nichts wirklich auf eine solide Basis stellen. Wenn jemand nur mit Gegenständen handelt, dann ist die Buchhaltung ja eine Kernaufgabe. Wenn jemand allerdings Medien machen möchte, dann ist die Buchhaltung eine zusätzliche Belastung. Hier sehen Sie unseren Schnittplatz. Nach dem TriCaster das leistungsfähige System, das wir besitzen.
Hier bearbeiten wir Videobeiträge. Außerdem streamt dieser PC das HD-Signal an den Streaming-Dienstanbieter für unsere Abonnenten. Unser Output ist an sich schon sehr, sehr hoch. Gemessen allerdings an unserem geringen Budget ist das, was wir tun, wirklich erheblich. Also unterstützen Sie uns weiter und sorgen Sie dafür, dass Sie auch weiterhin für Ihre Freiheit kämpfen können. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, live hier am 23. April 2012. Wir sind noch auf Sendung bis um 8 Uhr. Haben die ersten Zuschriften wie so üblich. Sie können uns schreiben an radio@infokrieg.tv, radio@infokrieg.tv via E-Mail oder Sie schreiben an unseren Skype-Namen infokrieg-hq, infokrieg-hq. Und was Sie hinter mir sehen, ist Wolfgang Britzel von der Piratenpartei, gerade anscheinend in irgendeinen Skandal involviert, haben noch nicht die Zeit gehabt, um das näher zu verfolgen. Warum wir darauf aufmerksam geworden sind, ist folgendes. Wir hatten es in dem Einspieler eben erwähnt. Das Prinzip des Ofens ist zigtausende Jahre alt. Und in der Zukunft sollen wir mit unseren Smartphones... Das war jetzt nicht beabsichtigt. Okay, wir sind zurück, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen kleinen Hänger anscheinend. Wo ich denn geblieben? Genau, Wolfgang Britzel von der Piratenpartei hier. Also Sie können das hier sehen, er hat seine eigene Webseite. Auf zu neuen Ufern, klar machen zum Ändern. Ja, wie wundervoll. Er kann schon nachvollziehen, heißt es hier, wie wir in der Ecke der Protest- und Spaßparteien gelandet sind. Mhm, werde ich nie darauf kommen. Und hier geht es um einen Beitrag vom 22. April. Heute wurde ich im BR-Funkstreichzug erwähnt. Da in dieser Sendung behauptet wurde, meine E-Mail an den BR wäre konfus, Bayerischer Rundfunk, hier der originale Text zum Nachvollziehen. Und da geht es dann um eine sogenannte Emma-Verbrennung vergangenes Jahr am Obersalzberg. Keine Ahnung, was da gelaufen ist. Dann heißt es hier, eigentlich wäre jeder Platz in Deutschland untragbar gewesen für diese Aktion. Sie hätten immer eine Verbindung zum Dritten Reich gefunden. Ich bestätige jedoch diese Frage. Ja, ich war dabei. Also hier geht es wahrscheinlich wieder mal um die Debatte um rechts, was die Piraten anbetrifft. Keine Ahnung, wie viele Problemchen sie da inzwischen haben. Anscheinend gab es dann ein Foto, das auf Twitter veröffentlicht wurde. Und nun heißt es, können Sie die Kritik an dieser Aktion, auch die Nazi-Vorwürfe nachvollziehen? Also man hat hier anscheinend einen Fragekatalog geschickt an diesen Herrn. Also ein Fragekatalog, wie äußern Sie sich zu dieser Sache und was haben Sie dazu zu sagen? Er sagt, er kann die Kritik nachvollziehen, aber ich bin kein Nazi, sagt er hier. Er sieht sich als Europäer, als Weltbürger, nicht als Deutscher, deswegen macht er ja auch Politik. Also er würde dann in Amt und Würden anscheinend einen Eid schwören auf das deutsche Volk, den Wohlstand und die Sicherheit des deutschen Volkes zu mehren. Aber er sagt hier ganz und klar, er sieht sich eher als Europäer, als Weltbürger, nicht als Deutscher. Also schöne neue Weltordnung hier für die Piraten. Wer wird uns verraten, die Sozialdemokraten, Piraten? Und dann zitiert er hier unter anderem Infowars.com und Infokrieg TV, unsere Nachrichtenseite. Das heißt hier, viel wichtiger als die Einhaltung von Verboten geschichtsbelasteter Handlungen wäre die Aufklärung unserer jetzigen Regierung zu den Dingen, die eine wirkliche Gefahr aus der rechten Ecke bedeuten. Durch die Finanzkrise bekommen im Internet rechte Verschwörungstheorien, in Klammern Finanzjudentum, Rothschild-Verschwörung, immer mehr Aufmerksamkeit. Dieselben Verschwörungstheorien, welche zu Beginn des Dritten Reichs zur schlimmsten Tragödie der menschlichen Geschichte führte. Also Sie sehen diese sogenannte Logik. Wenn man Dinge zitiert, wie wir es getan haben, wir zeigen gleich den Artikel noch, wenn wir die offiziellen bekanntesten, größten Zeitungen, Online-Zeitungen der Welt zitieren, es geht um die Rothschild-Familie, die Bankendynastie und den Ausverkauf britischer Infrastrukturen, wir zitieren ja auch den einen oder anderen historischen Fakt, der auch völlig bestätigt ist, dann schiebt man uns, die Libertären, ja, uns die Libertären, die ständig Hassmail bekommen von irgendwelchen Faschisten, uns schiebt man in die rechte Ecke und er sagt ja auch noch, er möchte dann, dass doch bitte die Medien und die Regierung ihr nicht mehr irgendwie auf ihn einkloppen, dass nicht mehr auf ihn eingeprügelt wird, sondern prügelt lieber auf Infowars an und Infokrieg ein. Denn wir würden ja das tun, was irgendwie Adolf Hitler und die NSDAP getan hätte. Ja, Adolf Hitler hat ein bisschen Rhetorik gebracht
über die, das Finanzjudentum und den ewigen Juden und diese ganze, diesen ganzen Schwachsinn. Die NSDAP hatte allerdings nicht dadurch ihren Siegeszug gestartet, sondern sie bekam erhebliche Wahlkampfhilfen aus der deutschen internationalen Wirtschaft, auch aus der Bank, aus der Bankbranche, also hier nicht nur deutsche Bankhäuser. Und das konnte die, damit konnte die NSDAP dann diesen Sprung machen und die Wahlen gewinnen und dann den Reichstagsbrand inszenieren und dann den restlichen Wahlkampf dominieren und letztendlich die Machtergreifung bzw. Machtübergabe, es war ja eigentlich eher eine Machtübergabe, furchtbare Zeit. Aber nein, wir sind schuld, okay, wir sind böse, wir sind völlig außen vor. Also man kann sich hier vorstellen, wie das läuft, meine Damen und Herren. Deswegen die Umsonstmentalität im Internet, das ist der Tod. Das, was die Piraten hier vorschlagen, von wegen freie Medien, das ist der Tod, denn sie meinen staatlich verwaltete Medien, jeder andere wird aus dem Geschäft gedrängt. Ich denke, das beweist mal wieder meinen Punkt. Leider habe ich ziemlich oft recht. Ist auch nicht sonderlich schwierig, das Ganze immer zu analysieren und sich hier zurechtzulegen. Hier schreibt uns jemand... Hier hat uns jemand am Sonntagabend via E-Mail. Am Sonntagabend höre ich zufällig auf einer Autofahrt das Feature im Deutschlandfunk und denke, ich höre nicht recht. Eigentlich hatte ich mit einer weiteren Propagandasendung gerechnet, aber es wird tatsächlich die Bedrohung durch den Islam und der Zusammenhang von Bin Laden mit 9/11 in Frage gestellt. Man spricht sogar von einer irren offiziellen Verschwörungstheorie. Da kommt man doch ins Staunen. Das Feature stammt von Autor Walter von Rossum, heißt es in dieser E-Mail. Es heißt wieder die Horden Allahs, Karl Martell und seine Nachfolge. Vielleicht könntest du ihn mal in deine Sendung einladen und fragen, wie die DLF-Redaktion über seine Thesen denkt. Vielen Dank für deine Arbeit. Schreibt uns hier Marco. Vielen Dank zurück und Grüße zurück. Hier schreibt uns jemand, hey Alex, hast du wieder Hacker trotz deiner 24-7-Dienstleister? Ja, wir hatten am Freitag eine Sendung veranschlagt zur regulären oder fast regulären Sendezeit. Dann waren wir unsere Seite nicht mehr erreichbar. Anscheinend hatte jemand gedacht, wenn er uns versucht lahmzulegen an einem Freitagabend, dass wir dann bis mindestens Montagmorgen nicht mehr erreichbar sind. Allerdings, wir geben ja Geld für Hosting aus, was wir auch in einem Einspiel erwähnt hatten. Deswegen konnte man uns dann innerhalb von so 2 Stunden wieder vollständig erreichbar machen mit den Aufräumarbeiten. Wir haben dann gesagt, dass... wir wollen jetzt nicht drauf lossenden und dann irgendwie mittendrin bricht das Ganze dann irgendwie wieder ab oder wir haben halt dann, die Leute können dann die Seite nicht mehr sehen und es gucken uns nur ein Bruchteil der Leute zu. Also haben wir gesagt, nein, dann brechen wir das Ganze hier gezwungenermaßen ab und war es dann mit unserer Freitagssendung. Hier schreibt derjenige per E-Mail noch, auch ich habe 24/7 Dienste an den Hacken. Naja, wir wissen nicht, wer so welche Hacker-Attacken macht. Das Ganze kann auch privat sein. Das ist ja mittlerweile üblich geworden. Du bist vorsichtig, okay, aber du bleibst in der Nische. Nur mit mindestens einem Reißer pro Woche oder Minimum pro Monat kannst du den Mainstream zwingen, über dich zu berichten. Und das musst du erreichen. Die TV-Sender müssen gezwungen sein, dich beinahe schon in der Tagesschau zu erwähnen. Also brauchst du Berichte jenseits deiner derzeit diplomatischen Verortung. Ohne Reißer keine Bild, ohne Reißer keine Rauskommen aus der Nische. Würde durchaus mal in der Sendung anrufen und Dinge sagen. Aber das musst du wollen. Bislang fehlt dir jedes Signal. Ich weiß nicht genau, was derjenige damit meint. Du musst Dinge bringen, die andere nicht bringen. Du musst Van Helsing bringen. Du musst Ephodon bringen. Du musst Außergewöhnliches bringen. Bislang willst du das nicht. Es ist deine Show. Also ein Punkt nach dem anderen. Also ich brauche irgendeinen Reißer, ich brauche irgendeinen Skandal, das denke ich, kann ich mir sparen. Ich meine, was wir hier berichten jeden Tag ist skandalös. Die Realität ist verrückter als alles andere und man kann Aktionen starten, wie Bilderberg oder dies und das und versuchen halt eben auf aufmerksam zu machen, aber wir können es vergessen, dass wir die Massenmedien anstupsen und dann hoffen, dass wir dann über Nacht halt irgendwie dann bekannter werden, berühmter werden. Das wird nicht funktionieren. Also man braucht sich hier nicht die Hoffnung machen, dass man dann einfach nur einen Anschub Energie aufbringen muss und dann wird das Ganze irgendwie zum Selbstläufer. Das muss man aus eigener Kraft schaffen. Dann außergewöhnliche Dinge, Van Helsing. Soll ich jetzt irgendwelche Sachen bringen, an die ich nicht glaube, die keiner wirklich beweisen kann, irgendwas Spekulatives? Das ist...
auch nicht wirklich interessant. Es ist deine Show. Ja, es ist meine Show. Wie sonst will man auch... Wir haben jetzt hier keine 10 Mitarbeiter, die wir bezahlen können. Wer soll das bezahlen? Also wird es zwangsläufig meine Show sein? Dann fragt dir jemand, wenn du gerne für AFP arbeitest, okay, also das ist auch wieder so eine alte Gurke. Wir, also die normalen Nachrichtenredaktionen haben 4, 5 oder 6 Nachrichtenticker, also von den großen Nachrichtenunternehmen, die überhaupt sich leisten können, Leute um den Globus zu schicken nach sonst wohin. Ich meine, welcher Blogger, welcher Seitenbetreiber hat diese, oder welche große Tageszeitung hat diese Kapazitäten? Niemand. Das ist ja gerade das Blöde. Das ist schwierig. Und ansonsten, wenn man nicht zumindest Basismaterial, Ausgangsmaterial hat, welche Person befindet sich gerade wo, was passiert gerade in diesem Land, in jenem Land, irgendein wichtiges Ereignis wie Mohammed Merah, dann kriegt man auch eben Agenturmeldungen, das ist Ausgangsmaterial. Das ist manchmal nicht so spannend, aber man kann es ergänzen, man kann daraus was machen und man hat zumindest eine rechtssichere Basis. Man wird nicht abgemahnt wegen einem Absatz oder zwei, wenn man einfach irgendwo zitiert. Das ist einfach das Nachrichtengeschäft. Wer keine Praxis hat, der weiß das halt eben auch nicht. Dann heißt sie, ja, ihr schuftet euch zu Tode, das tun alle Selbstständigen. Oh ja, der übliche Neidkommentar, den kriegen wir auch ständig. Wir hassen euch trotzdem. Wir sind trotzdem neidisch. Ihr arbeitet 7 Tage die Woche, aber ihr dürft das nicht sagen. Okay, weil jeder Handwerker, Selbstständige arbeitet viel und so weiter und so weiter. Ja, nur ein Handwerker kann eben seine Dienste verkaufen und sagen, das ist halt der Preis und Leute akzeptieren das, weil die Leute denken sich, naja, ich kann den Handwerker ja nicht zwingen, mein Dach zu machen. Bei Medien ist es halt eben so, durch die großen Medienkartelle, die Regierung und die Linken, wurde halt eben dann der Markt fast komplett zerstört und man kann ja nicht kaum noch Medien machen. Das ist halt so. Und da rettet einen auch nicht irgendeine so halsbrecherische Schwachsinnsaktion, die dann ja irgendwie provozieren soll. Also entweder wird man genauso ignoriert wie vorher oder man kommentiert darüber, was für ein Schwachsinn, und dann hat man eben auch nichts gewonnen. Hast du die Doku über Springer gesehen? Wie kam der nach vorne? Also auf den Vergleich braucht man sich gar nicht mehr einlassen. Du willst in der Nische bleiben, heißt es hier, make up your mind. Schreibt uns hier jemand aus Kirchheim. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Person keine Medien betreibt. Ihr sagt, an diesen Tipps sehe ich jetzt nichts wirklich. Also wir vergrößern unser Spektrum, wir versuchen immer bessere Arbeit zu leisten. Das ist einfach nun mal schwierig und ich denke jetzt irgendwie den Nazi raushängen zu lassen, katapultiert einen auch nicht nach vorne. Oder den Esoteriker raushängen zu lassen, das kann einen nach vorne katapultieren, aber wir glauben da nicht dran. Was sollen wir anderes machen, was sollen wir anders berichten, als was nun mal passiert. Hier heißt es von JD, im Rahmen der Kommunalwahlen passierte mir gestern Folgendes. Gestern lief ich hier an dem Stand der Linken vorbei und die Dame aus dem Stadtrat fragte mich doch tatsächlich, ob sie mich mit Infomaterial beglücken kann. Dabei hat sich diese Partei wieder mal selbst entlarvt und das kam so. Ich sagte, heißt es hier in der E-Mail, nein danke, ich werde mit Sicherheit die Mauermörderpartei nicht wählen. Antwort, das sind wir doch schon lange nicht mehr. Ist das nicht der Hammer? Na, immerhin geben die Linken Socken ja zu, um an das Vermögen der SED zu kommen, dass sie die Nachfolgepartei der SED sind. Da stimmt einem doch die Aussage der Dame schon bedenklich, oder? Klar, Sie wissen es, schreiben Sie JD. Vielen Dank für den Kommentar. Hier schreibt uns jemand, hallo Alex, wie erklärst du, dass die Suchanfragen für InfokriegTV und Infowars laut Google rückläufig sind in den letzten Monaten? PS, kann es sein, dass die Kommentaranzeige bei Infokrieg nach 100 Kommentaren streikt? Noch was? Was macht eigentlich Guido Grant? Kannst du ihn mal wieder interviewen? Tschüss, das waren jetzt auch mehrere Sachen auf einmal. Zum Ersten, warum sind Suchanfragen laut Google rückläufig? Erstens mal ist es immer sehr, sehr fragwürdig, wie diese Zahlen errechnet werden. Alexa ist ja das meiste, was die Leute immer suchen. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich niemand tatsächlich dieses Plugin installiert, damit echte Zahlen direkt gefüttert werden an Alexa. Das wollen viele nicht, weil sie dann wirklich sehen würden, oder die Welt würde sehen, wie viele Leser tatsächlich ungefähr das sind, welchen Rang man hätte. Stattdessen wird man halt ermuntert, ja, Leute sollen das Plugin installieren, die Browser-Bar, und das ist auch ganz nett. Allerdings ist es ein Businessmodell. Man will einfach Sachen verkaufen an Alexa-Kunden, damit er ein besseres Ranking bekommt, auch wenn es gar nicht unbedingt korrespondiert mit seinen Leserzahlen. Also merkt man dann Sprünge, boom, man ist global auf 10.000, also Rang 10.000 von allen Webseiten der Welt, und dann
Und dann sinkt man auf einmal wieder ab und man wird hier dann angereizt, eben weitere Dienstleistungen zu kaufen von Alexa. Und man kauft einfach bei irgendeiner Firma sich den gewünschten Alexa ran. Und die manipulieren das Ganze dann hin und es heißt dann hier, ja, wir haben hier sehr, sehr viele große Kunden, die dann alle sich den gewünschten Alexa-Rang eben einfach kaufen. Also für, glaube ich, $3,500 im Monat ist man dann, glaube ich, in den Top 1000 oder sowas. Oder Top 500, irgend sowas ähnliches. Dann ist es immer schwierig, wir haben kein Werbebudget. Null eigentlich, sondern wir sind angewiesen darauf, dass andere Leute darauf hinweisen auf die Sendung und das ist irgendwann erschöpft. Wir müssen also investieren in eine Werbekampagne, so Twitter und Facebook, das ist alles Spielerei für die meisten. Also wenn nicht wirklich irgendwo richtig Energie und Kohle dahinter ist, dann kriegt man auch mit einer Facebook-Kampagne nicht unbedingt großartig viel hin, sondern man muss halt eben Werbung schalten, klassische Werbungen schalten woanders, wo Leute eigentlich unbedingt sehen und kennen. Um neue Leute zu erreichen, das haben wir bislang eigentlich eher nicht gemacht. Infowars.com hat ja unendlich viel zugelegt in den letzten Jahren, also die Wachstumsraten waren enorm. Dass es jetzt leicht rückläufig sein soll, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Infokrieg ist nun mal eben, hat bei Null angefangen vor 6 Jahren. Wir hatten dann einen ziemlich steilen Aufstieg und dann haben wir, oder habe ich zumindest endlich mal Farbe bekannt, an was ich nicht glaube. Und das waren halt eben sehr, sehr populäre Sachen. Also wenn man heute mit den abstrusesten Dingen kommt, wird einem alles verziehen, man ist super populär. Wenn man diese gefährlichen Dinge lehrt, Gesetz der Anziehung, das ist nicht nur in den Medien so, sondern das ist auch in der Medizin überall so, dieses Gesetz der Anziehung, denk dich reich, denk dich schön, denk dich erfolgreich und verdränge alles Schlechte und alles Negative und jede Sorge und so weiter. Und diesen ganzen Mist, damit kann man viel Karriere machen. Und wenn man sich mit den gewissen Leuten dann abgibt, kann man noch mehr Karriere machen. Aber das haben wir eben sein gelassen. Und wenn das Ergebnis ist, dass wir einfahren mit ehrlicher Arbeit, dann ist das halt nun mal so. Ich weiß, die Leute wollen die Mega-Dach-Organisation. Die Leute wollen, dass eine große Organisation da ist, wo man gar nicht mehr denken muss als Mitglied, sondern man ist dann Mitglied und alle in der Organisation denken und sagen das Gleiche und man kann sich hier zurücklehnen und die Revolution wird stattfinden und alles ist wieder schön und gut. So wird es leider nicht kommen, meine Damen und Herren. So einfach ist es leider nicht. Vergessen Sie das, was Sie aus Filmen und Fernsehen gelernt haben, die ganzen Fantasievorstellungen oder sonst woher. Unsere Kommentaranzeige, keine Ahnung. Das ist Guido Grant, schon lange nicht mehr gesprochen. Kann ich gerne mal wieder interviewen. Hier fragt uns jemand: Hallo, ich wünsche euch einen angenehmen Tag, möchte es kurz und knapp halten. Was hältst du von der Bilderberg-Konferenz? Würde mich freuen, wenn es vielleicht ein Thema in der Sendung werden könnte. Aktueller denn je. Bilderberge, angeblich dieses Jahr ein Treffen in Haifa. Das ist immer noch völlig offen. Okay, soviel erstmal zu den Nachrichten. Wir zeigen einen Einspieler, den wir, glaube ich, vorgestern online gestellt haben, ein kleiner Werbeeinspieler. Es handelt sich hier auch um einen Testbericht, um ein Produkt, das wir im Infokrieg-Shop unserem Online-Versandhandel anbieten. Sehr, sehr interessanter Artikel und wir werden auch in Zukunft mehr Dinge testen und einfach den Leuten zeigen, wie was funktioniert. Das Prinzip des Ofens ist zigtausende Jahre alt und in der Zukunft sollen wir mit unseren Smartphones unsere intelligenten Herde bedienen. Der Strom kommt ganz politisch korrekt aus dem Smart Grid und wird gemessen mit Smart Metern. Allerdings ist die Zukunft vielleicht etwas weniger sicher, als man es uns hier verkaufen möchte. Strom ist unglaublich politisiert, genauso sieht es aus mit Gas und der Benzin- und Dieselversorgung. Dabei befindet sich Brennstoff überall um uns herum. Man muss nur die Augen aufmachen. Wir interessieren uns für einen Kocher, mit dem man wirklich alles verfeuern kann. Und aufmerksam wurden wir auf die sogenannten Hobos, benannt nach den nordamerikanischen Wanderarbeitern, die ihre Kocher aus einfachen Dosen und alten Töpfen zurechtbastelten. Nun gibt es einen Platz für diese Fähigkeiten. Aus der entsprechenden Fachliteratur können Sie entnehmen, wie Sie aus einer alten Dose einen funktionsfähigen Kocher und Herd basteln. Jetzt gibt es allerdings auch mehr oder minder professionell hergestellte Hobos für den Outdoor-, Camping- und Survival-Markt. Und wir waren bislang wenig begeistert von den diversen Modellen,
bis wir auf den sogenannten Lindner Hobo gestoßen sind. Man kann ultraleichte Metallkocher, sogar faltbare Metallkocher kaufen. Allerdings stellt sich dann die Frage, ist es sinnvoll, 60, 70 Euro auszugeben für ein Gerät, das wohl am meisten konkurriert mit einer Blechdose mit Löchern drin? Will man am Campingausflug eine einzelne Tasse Kaffee machen oder eine Dose Ravioli, dann taugen selbst die klapprigen Hobos. Will man allerdings ein Gerät für einen schwierigen Dauereinsatz, dann ist man wohl mit dem Lindner wesentlich besser beraten. Billiges Blech und Metall verzieht sich im Laufe der Zeit mit der Hitze. Außerdem machen insbesondere bei den Eigenkonstruktionen die Löcher einiges an Stabilität aus. Und wenn Sie sich Demonstrationsvideos im Internet angucken von diversen Selbstbaulösungen oder kommerziellen Modellen, dann werden Sie sehen, dass eigentlich niemand seinem Hobo einen kleinen Tritt verpasst oder ähnliches. Der Schneider möchte genau für die Kamera demonstrieren, dass das Ganze auch tatsächlich in der Praxis nutzbar ist. Insbesondere die geringe Grundfläche macht bei vielen sogenannten Hobos eben das größte Problem aus. Wo man woanders eine faltbare Dose bekommt, bekommt man hier mit dem Lindner mit Laserpräzision geschnittenen Stahl, Edelstahl, Qualität made in Germany. Die durchdachte Konstruktion macht den Lindner Hobo auch für schwierige Aufgaben geeignet. Im zerlegten Zustand nimmt er kaum Platz weg, ist jedoch mit 2,2 Kilogramm schwerer als diverse Klappermodelle. Man darf nicht vergessen, dass 2,2 Kilogramm für einen dermaßen leistungsfähigen Ofen nicht sonderlich viel sind. Man bekommt ein Reinigungsvlies und ein Stück Schleifpapier, bei meinem Exemplar hier war jedoch Nacharbeiten überhaupt nicht notwendig. Eine zweiseitige Aufbauanleitung mit Farbfotos ist dabei, sowie ein Hinweisblatt mit den üblichen Sicherheitstipps. Der Linden hat eine gut dimensionierte Grundfläche, die mit einer Flügelschraube an den restlichen Teilen fest verbunden ist. Man kann den Lindner dadurch nicht so leicht umstoßen und auch große Gefäße sicher draufstellen. Ich wiege zwischen 65 und 70 Kilogramm. Man wird zwar kaum jemals eine Badewanne damit befeuern, aber man merkt, wie langlebig das Gerät ist. Man kann fast beliebiges Brennmaterial nehmen. Sobald das Feuer brennt, lässt sich auch feuchtes Holz benutzen. Unser Fazit: Nicht unbedingt geeignet für einen trendigen Backpacker, für den alles immer kleiner werden muss. Für alle anderen Einsatzgebiete ist der Lindner-Hobo wirklich optimal geeignet, sehr vielseitig und bietet wirklich sehr viel fürs Geld. Qualität made in Germany, jetzt auch im Infokrieg online Versandhandel. Und diesen Artikel finden Sie selbstverständlich auf in unserem Online-Shop unter shop.infokrieg.tv. Einfach in Ihren Browser eingeben, shop.infokrieg.tv, oder Sie klicken auf einen der Werbebanner bei uns auf der Nachrichtenseite oder Sie klicken auf diesen Link hier und schon finden Sie das Hauptportal. Wie angekündigt, bis Ende Mai werden wir einen komplett überarbeiteten Shop Ihnen zur Verfügung stellen. Besserer Service, viel interessanter als unser jetziger vom Layout und von anderen Dingen her. Und für uns macht es auch alles viel einfacher. Das heißt, die kriegen dann ihre Bestellung noch schneller und. Sind wir selber ganz gespannt. Der Schweiz-Versand wird auch möglich sein. Kommen wir zu dem Thema Anders Behring Breivik und der Prozess gegen ihn. Heute ja wieder ein weiterer Verhandlungstag. Und wir beobachten das Ganze. Wir beobachten die Twitter-Feeds von den großen Zeitungen, die dann dorthin geflogen sind, das kostet alles sehr, sehr viel Geld und sie berichten dann eben via Twitter und Notizen und liefern das Ganze immer minütlich. Alle 2-3 Minuten gibt es ein Update, man kann dann sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann abgelaufen ist. Selbstverständlich, eine gewisse Filterfunktion ist da, die Frage ist, berichten die alles, was sie hören. Aber wir haben den Verlauf dieses Prozesses so halt im Überblick, so gut es halt uns eben möglich ist. Und was auffällt ist, dass man eben die offensichtlichsten Dinge überhaupt nicht anspricht. Es geht hier darum, ihn zu diskreditieren. Es geht darum, ihn als Verrückten zu zeigen. Die Anklage will versuchen, ihn eben für unzurechnungsfähig zu erklären. Das scheint hier das Ziel zu sein. Man möchte ihn einfach dann für unbestimmte Zeit in eine geschlossene Anstalt stecken, sodass er einfach nie wieder
mehr oder weniger sich großartig äußern kann zu irgendwas. Also irgendjemand scheint das Interesse zu haben. Einen ganz gewöhnlichen politischen, militanten Kämpfer, einen rassistischen Narzissten völlig unter den Teppich zu kehren, ihn einfach abzuwickeln, damit er möglichst nie mehr großartig hier befragt werden kann. Heute sagte er, es sei ein rassistischer Plot, ihn für verrückt zu erklären. Wenn er ein bärtiger Dschihadist gewesen wäre, dann würde man das einfach so akzeptieren. Ja, er hat irgendeine Ideologie und er folgt dieser Ideologie. Aber nur weil er eben hellhäutig ist, nordeuropäisch ist, deshalb will man ihn für verrückt erklären, um seine Message zu diskreditieren. Nun, viel, viel interessanter sind Dinge, die wir auch schon gesehen haben jetzt über das Wochenende. Cop Online hatte einen Artikel von Webster Griffin Tarpley, Gerhard Wisniewski, den wir auch regelmäßig interviewen, hatte einen Artikel und da ging es dann darum, wie viele Drills, wie viele Übungen durchgeführt wurden. Und es heißt nun sogar, eine Übung, eine Terrorübung sei durchgeführt worden auf Utøya, der Insel. Also nicht nur da, wo die Bombe hochgegangen ist, wäre fast am gleichen Tag eine Übung gewesen für genau diese Situation. Dann auch die Insel jetzt. Also es wird immer lächerlicher und lächerlicher und verdächtiger. Und genau das kommt eben bei dem Prozess überhaupt nicht zur Sprache. Das wird sich auch anscheinend nicht unbedingt ändern. Das wird sich nicht unbedingt ändern. Und wir haben da noch Sachen ausgegraben, die bei uns ein bisschen liegen geblieben sind, die wir teilweise schon berichtet hatten, die wir jetzt etwas ausführlicher erwähnen können. Also er wird präsentiert an der Spering-Breivik wie ein Zirkustier, wie ein Labortier, das irgendwelche seltenen, besonderen Eigenschaften hätte. Also er sei jetzt irgendwie ein riesiges psychologisches Begutachtungsobjekt, UA. In Wirklichkeit ist seine Störung so beliebig, wie es nur sein kann. Bis zu 5% einer jeden Bevölkerung hat eine Störung aus diesem Spektrum, sind kaum oder gar nicht mehr empathiefähig. Er ist überhaupt nicht außergewöhnlich. Fast alle Regierungen sind in einem ganz, ganz wichtigen Punkt sogar sehr, sehr stark vergleichbar mit Breivik. Denn man hat die Ideologie, Mord ist nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also Gewalt ist hier an der Tagesordnung. Breivik tötete unbewaffnete Minderjährige aus politischen Motiven heraus. Politiker und Militärs treffen aber ständig auch solche Entscheidungen. Soldaten führen ständig solche Befehle aus. Offiziere führen solche Befehle aus. Breivik hat einfach nicht den Status einer Regierung. Er hat keine Medienmacht, die alles zurechtbiegt. Das Establishment, das wir eben haben, simuliert Vernunft und vernünftige Entscheidungen und vernünftige Politik. Wenn das wahr wäre, was man uns erzählt über die Kriege, die Konflikte und all das andere, die Überwachung, wenn die Rhetorik die Realität darstellen würde, dann wäre alles in Butter. Dann wäre das genau das, was ein vernünftiger Mensch eigentlich umsetzen wollte. Gewalt ist nur das allerletzte Mittel, man müsste erst alle anderen Mittel ausschöpfen. Wenn man die Gewalt einsetzt, wird das unter ganz klar definierten Regeln und in hoher Transparenz eben durchgeführt. Man möchte halt eben Kollateralschaden vermeiden. Man simuliert Vernunft. Genauso wie jetzt Breivik eben Vernunft simuliert und er halt eben erklärt und sein Pamphlet vorliest und sagt, das Ganze macht vollständig Sinn. Es dient meiner Mission, es ist vollkommen super und ich hatte gar keine andere Wahl. Also man hat dann Leute wie John Yoo, ehemaligen Rechtsberater, Anwalt von George W. Bush, dem US-Präsidenten. John Yoo meinte, der US-Präsident hätte das Recht, Kinder von Terrorverdächtigen foltern zu lassen. An anderer Stelle sagten Rechtsberater, also sie widersprachen zumindest nicht, es sei mehr oder weniger, wenn der Präsident es für notwendig hält, okay, ganze Dörfer zu massakrieren. Folter von Erwachsenen gilt als legitim, wenn man es nur verklausuliert und richtig benennt, also erweiterte Verhörtechniken, das ist alles okay, heißt es. Geheime Militärtribunale für feindliche Kämpfer, auch Amerikaner und alle anderen Bürger dieser Welt, alle können verhaftet werden unter dem National Defense Authorization Act und dem Patriot Act und den anderen Gesetzespaketen, die verabschiedet wurden nach 9/11. Man wirft eine Atombombe auf Hiroshima. Andere Nationen waren auch nicht besser.
Man verschießt abgereicherte Uranmunition und tötet damit massenhaft Zivilisten. Die Medien bekommen einen Maulkorb und fertig. Breivik war einfach nicht too big to fail. Stalin gilt inzwischen in Russland wieder als Held. Er wird offiziell in den Schulbüchern wieder promoted, beworben. Und es gibt Schulhefte und Schulbücher mit seinem Konterfei drauf und die sind der absolute Renner. Und man feiert ihn jetzt halt als Volkshelden, der einfach der Russland gerettet hat von den bösen Deutschen. Also diese ganzen Dämonen der Vergangenheit, die waren fast too big to fail. Selbst wenn sie gescheitert sind und ermordet wurden oder verloren haben den Krieg. Sie haben immer noch genügend Anhänger, ihre Ideologie ist noch genauso populär. Diese Leute waren einfach so groß, dass sie dann sich trotzdem etablieren und durchsetzen konnten. Breivik war einfach zu klein, auch wenn er sich so kaum unterscheidet anderweitig. Also wenn wir zulassen, dass Regierungen so agieren, dann braucht man sich nicht wundern, dass andere sich auch nicht mehr an irgendwelche Regeln halten. Dann gibt es die semi-offizielle Militärdoktrin der amerikanischen Luftwaffe für den Irak, Afghanistan und sonst wo. Und es lautet einfach, zerbombe die zivile Infrastruktur. Wasserversorgung, Medizin, Strom, völlig egal. Da habe ich, glaube ich, einen Einspieler, glaube ich, vorbereitet, wenn mich nicht alles täuscht. Waren wir heute wie immer am Rennen. Haben wir das hier tatsächlich geladen oder nicht? Gucken wir nochmal nach. Also das ist hier die Realität, meine Damen und Herren. Und das ist allgegenwärtig geworden. Das ist alltäglich geworden. Keiner bemerkt das mehr großartig, sondern man wird selbst komisch angeguckt, wenn man diese Dinge anspricht oder zu viel anspricht. Teilweise, nicht immer. Aber das ist so die, ihr habt einen Einspieler nicht, aber es macht nichts. Das ist, man wird selbst komisch angeschaut. Man selbst gilt als verrückt, wenn man sagt, hey, hier ist, das, dieser ganze Wahnsinn ist normal geworden. Und dann denken Leute, naja, die Waffen müssen wir verbieten für Zivilpersonen. Man kann den Zivilisten, den Bürgern nicht mehr vertrauen. Wo kommen wir da hin? Das hat man ja an ihm gesehen. Er hat versucht, sich Waffen illegal zu besorgen. Also das, da halten ihn auch Waffengesetze nicht ab, wer sich nicht dran halten möchte. Und die anständigen Bürger, die sich dann testen, prüfen lassen, 10-mal von der Regierung, die werden dann bestraft. Obwohl man den Leuten eigentlich eine Waffe zumuten kann. Dann besorgte sich Breivik in aller Regel. Dann versorgte sich Breivik mit Waffen aus legalen Quellen. Das ist halt nun mal der Preis, falls er nicht frühzeitig im Radar der Behörden gelandet ist und man das vertuscht hat. Das ist der Preis der Freiheit. Es gibt keine hundertprozentige Überwachung. Menschen können äußerst dumme Sachen machen. Und es gibt keine absolute Sicherheit, auch wenn der Staat immer sagt, das sei möglich. Und das kann nun mal passieren. Allerdings heißt das nicht, dass man fahrlässig sein sollte und nicht mehr auf seine Mitmenschen achten sollte. Man denkt, um Gottes Willen, da wäre ja die Hölle los, wenn jeder sich einfach so eine Schusswaffe oder gar Sprengstoff kaufen dürfte. Aber warum wäre dann die Hölle los, meine Damen und Herren? Oder warum denken wir, dass dann die Hölle los wäre? Weil viele Menschen so verkommen sind, weil so viele Spannungen hauptsächlich durch Regierungen oder Anführern von anderen Organisationen generiert werden. Man kann doch den Mitmenschen in Deutschland und anderswo, man kann den Leuten noch kaum mehr Streichhölzer anvertrauen. Oder ein Auto. Oder sonst irgendwas. Eine scharfe Schere. Man kann den Leuten nichts mehr anvertrauen. Aber sollen wir jetzt Scheren verbieten? Sollen wir jetzt Autos verbieten? Der Staat will alles regeln mit dem Ergebnis, dass man dem normalen Menschen keine Pistole mehr anvertrauen möchte. Wenn man sich vorstellt, dass Waffen und Sprengstoff frei verkäuflich wären und man Schlimmstes annehmen würde, dann merkt man erstmal, in was für einem Land man lebt. Und all die Leute da draußen, die kennen diese Leute, meine Damen und Herren. All die Leute, die glauben, Deutschland sei stabil und solide, sie glauben an die Regierung, die sie ausbeutet seit Jahr und Tag. Sie glauben an das System, sie glauben, es wird nie groß was passieren und die Profis werden sich schon irgendwie drum kümmern um alles. Alles wäre rechtmäßig und toll. Denen sollte man sagen,
Naja, dann hättest du doch bestimmt kein Problem damit, wenn ab nächste Woche Waffen und Sprengstoff frei verkäuflich wären. Nein, nein, um Gottes Willen heißt es dann, es gäbe dann noch überall nur noch Massaker und Anschläge. Ach ja, warum denn? Man darf doch auch sein Wahlkreuzchen machen alle paar Jahre und damit jemanden, den man überhaupt nicht kennt, die Kontrolle geben über hunderttausende Waffen, Tonnen von Sprengstoff, Panzer, Flugzeuge, Atombomben. Wer sagt denn, dass diese Regierungsleute verantwortungsvoller umgehen mit Waffen als der Nachbar? Hier habe ich ein interessantes Dokument für Sie. Das mal zeigt, wie sehr sich die Zeiten noch geändert haben. Es handelt sich hier um ein Handbuch von der Firma DuPont. Ich blende das gerade ein für die Leute, die uns hier zuschauen. Das ist ein historisches Dokument, es ist ziemlich genau 100 Jahre alt. Es ist, glaube ich, also man findet die Kopie in diversen Universitäten, die sich irgendwie historisch damit befassen. Und zwar, man bewirbt hier das Produkt Red Cross Dynamite. Das Rote Kreuz verband man damals unter anderem auch mit Dynamit. Scrollen hier etwas runter. Das Farmer's Handbook, ein Bedienungshandbuch für Landwirte. Instruktionen für die Benutzung von Dynamit, um halt Baumstümpfe zu sprengen, Felsen zu sprengen, irgendwas zu begradigen. Copyright, das ist längst abgelaufen, 1912. E.I. DuPont de Nemours Powder Company, established in 1802. Und die DuPont-Firma hat auch dann später Kevlar erfunden und Nomex. Und die Familie war auch beteiligt an einem versuchten faschistischen Staatsstreich in den USA im 20. Jahrhundert, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, also hier sehen Sie mal, wie die Zeiten sich doch geändert haben. Dynamit war sehr, sehr frei verkäuflich. Und wir hatten dann nämlich hier Videos vorbereitet, das haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht doch hier, dass wir kurz zeigen können. Ist nicht hier irgendwo in meiner Liste unsere Dokumente hier. Vielleicht haben wir es in meiner E-Mail hier. Nein, aber Sie können sich das hier auf YouTube anschauen. Suchen einfach nach Begriffen wie Dynamite, Rock, Norway und dann sehen Sie dann, und auch in den USA, Sie sehen dann, wie man einfach einen Felsblock aus dem Weg räumt mit Dynamit. Man bohrt den Stein an, steckt Dynamit rein, wumm, fertig. Man hat Ackerland, will eben nicht aufwendig die Baumstümpfe entfernen, man nimmt Dynamit. Heute würde man nicht mehr Dynamit nehmen, es ist nicht mehr zeitgemäß, aber man hat Leuten damals zugetraut, nicht nur mit Schusswaffen umzugehen und es gab eben keine Massaker überall an jeder Ecke und an jedem Ende. Erst als die Politik sich alles wieder unter den Nagel gerissen hat, als alles kontrolliert wurde, dann kam erst die Verbrechenswelle, dann kamen die Mafia-Clans, dann kamen kam die Polizeimafia und alles wurde immer schlimmer und die Großstädte wurden diese Molochs. Gucken Sie sich die Statistiken an, meine Damen und Herren, der wilde Westen war nicht so wild, wie man es sich vorgestellt hat. In vielerlei Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht. Dann gab es vor kurzem wieder einen Sprengstofffund im Sachsen-Anhaltinischen Tale. Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Sammler von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Behörden hatten nach Angaben vom Freitag keine Hinweise darauf, dass die Sprengmittel gezündet werden sollten. Beziehungen des Mannes zur rechtsextremen Szene wurden aufgrund von Erkenntnissen von Polizei und Verfassungsschutz nicht ausgeschlossen. Die Munitions- und Sprengstoffteile waren am Mittwoch in Thale Bennekenrode gefunden auf einem Gelände neben dem Wohnhaus des 25-Jährigen. Der Mann stellte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Magdeburg und der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord am Freitag den Behörden, zeigte sich kooperativ. Keinerlei Anzeichen, dass es zur Anwendung kommen sollte. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Verdächtigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, meine Damen und Herren, wenn Sie eingezogen wurden, kann man ja nicht mehr, zumindest im Moment nicht mehr, wenn Sie eingezogen wurden zur Bundeswehr, dann sagte der Staat, okay, jetzt kontrollieren wir Sie total, lieber Herr Bundesbürger, und wir können Sie dann notfalls auch im Ausland einsetzen oder sonst irgendwie einsetzen. Sie müssen schießen auf die Leute, die wir sagen. Natürlich gibt es einen Gewissensvorbehalt, das ist in der Praxis dann immer sehr, sehr schwierig. Dann darf man schießen, ja, dann darf man Bomben abwerfen und weißt du, hast du nicht gesehen. Aber wenn man dann aus der Bundeswehr draußen ist und man findet zufällig irgendwo eine Patrone und man behält die als Sammlerstück und
bringt sie dann irgendwann reumütig oder wegen schlechtem Gewissen zu den Behörden, dann kriegt man eine Anklage wegen dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Oder in Großbritannien, man findet irgendwie eine fremde Waffe auf dem eigenen Grundstück, bei seinen eigenen Mülltonnen und man denkt sich, dann bringe ich das doch zur Polizei, ich bin ein guter, anständiger Bürger. Und dann wird man verhaftet und angeklagt wegen illegalem Waffenbesitz. Und einen erwarten dann 5 Jahre, wie einem darüber berichtet, meine Damen und Herren. Ja, die Regierung kann wundervoll mit unserem Geld umgehen. Wir haben ja einen interessanten Artikel, den wir hier ganz kurz zeigen möchten. Und zwar, wo ist mein Link? Wenn ihr sie vorbereitet, wofür die Regierung alles Geld ausgibt, völlig bizarr, völlig absurd, Hauptsache die Bürger haben es nicht. Hier schreibt uns jemand, Hammer, danke für die Sendung und die vielen fundierten Informationen, vielen, vielen Dank zurück. Hier schreibt jemand, du könntest auch einen interessanten Werbeflyer machen und zum Download anbieten. Wer will, kann sich den ausdrucken und weiterreichen. Gruß Soma, vielen Dank, Gruß zurück. Werden wir ins Auge fassen. Hier geht es um die FDP und Kontergan. Etwas lang für die Sendung hier. Schauen weiter nach E-Mails. Hier schreibt jemand, es kam am Donnerstag oder Freitag auf NTV ein News-Spezial über Einbrüche in Deutschland. Die Hälfte der Sendung befasste sich mit tollen Schlössern für Fenster. Die ganze Sendung ging davon aus, dass Einbrüche nur geschehen, wenn niemand zu Hause ist. Kein Wort, wenn eingebrochen wird, wenn die Bewohner da sind oder wie man sich dann schützen soll. Man soll auch die Polizei rufen und Hinweise geben oder einfach Webcams aufstellen, damit man die Diebe filmen kann. Kein Wort von den Nachteilen, heißt es hier in der E-Mail. Der Höhepunkt war, als sie zeigten, wie sowas in den USA aussieht. Bei einer Frau wird eingebrochen, sie sieht es via Übertragung am Arbeitsplatz, Videoübertragung, ruft die Polizei. Und während sie noch am Anrufen ist, kommt schon die Polizei mit gezückten Waffen und nimmt die Täter fest. Völlige Fantasievorstellung, so funktioniert das nicht. Hunderttausendfach in Florida kommt die Polizei gar nicht und zu spät. Eine Stunde nach dem Notruf. Natürlich kein einziges Wort von Selbstverteidigung. In Brandenburg müssen sogar die Bewohner selbst Initiative ergreifen, weil durch die offenen Grenzen ständig Landmaschinen geklaut werden. Aber die Regierung will ja eingreifen mit 300 Schaften mehr Polizisten. Das langt nie und nimmer. Sendung ging vielleicht nur 12 Minuten, dann kam schon der Sport. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, heute war, glaube ich, oder gestern eine Meldung auf Welt.de, die Online-Version der Zeitung. Und da hieß es dann, Einbrecher kamen zu einem Rentnerpaar und sie bedienten sich dann in der Wohnung und gingen. Die ganze Zeit standen die perplexen Rentner einfach nur da, sagten nichts vor Angst und die Einbrecher ignorierten sie einfach und gingen wieder. Ja, man hat Glück, wenn das passiert. Wenn man ein bisschen Pech hat, sind das irgendwelche sadistischen Hunde, die einen am liebsten noch umbringen. Und das Prinzip der Selbstverteidigung ist selbst evident, es ist selbstverständlich, aber die Regierung will uns ja die Möglichkeit wegnehmen. Hier noch etwas über Breivik, schreibt uns hier Markus von der activistpost.com, Shades of Gladio. Also die Wahrscheinlichkeit für geheimdienstliche Einflüsse ist im Moment bei mindestens 90%. Das heißt hier noch von jemandem nicht zu vergessen, der Prozess ist ein Showprozess, dem man jeglicher echter Seriosität seitens der Staatsanwaltschaft mangelt, denn es ist offensichtlich, dass die Polizei, also der Staat, in das Massaker verwickelt sein kann oder muss. Hier haben wir noch mehr interessante Sachen über Breivik. Hier schreibt uns jemand per Skype, bei uns liest man ständig in der Zeitung oder hört im Radio TV, dass bei Leuten ein paar Hanfpflanzen gefunden wurden und wie böse das doch sei. Ich kann mir das gar nicht mehr anhören. Also hier ist die Polizei dann damit beschäftigt. Nicht mit anderen Dingen, beim alten Parlament gibt es dazu eine gute Sendung mit Matthias Bröckers. Vielen Dank für den Tipp. Hatte ich Bröckers ein Buch über Marihuana und die Kriminalisierung und den sogenannten Krieg gegen die Drogen gemacht? Hier schreibt uns jemand, vielen Dank für den kommenden Schweiz-Support, werde definitiv was bestellen, vielen, vielen Dank. Dann schreibt uns hier jemand, Maybrit Illne, Grass-Diskussion, Michel Friedmann, Avi Primor waren eingeladen. War erstaunt über Peter Scholler-Tour, als es in einer Debatte um Afghanistan ging, hat er klipp und klar gesagt, die UNO lügt hier auf die gleiche Frage, hat er geschwiegen.
Blablabla. Auf diese Person möchte ich hier aufmerksam machen. Franziska Augstein war die Einzige, die sich nicht für dumm verkaufen ließ von der israelisch-amerikanischen militärisch-industriellen Propaganda, was die Vorzeige-Leute da von sich gegeben haben. Sie war sehr gut, ließ sich nicht beirren. Vielen Dank für den Tipp. Was hatten wir noch vorbereitet über Breivik? Hier in meinem Browser habe ich das alles vor der Sendung noch schnell geladen. Hier auch eine interessante Story vom Freitag hier auf infokrieg.tv, unserer Nachrichtenseite, 7 Tage die Woche. Belgischer Politiker zeigt Fotos von toten Dutroux-Opfern. Laurent Louis von der Bewegung für Freiheit und Demokratie zeigte eben diese Fotos. Dutroux und seine Komplizin hatten die beiden Kinder nach ihrer Entführung 1995 in einem Kellerverlies verhungern lassen. Er geht nach eigenem Bekunden der Politiker gegen die Institutionalisierung der Pädophilie im belgischen Staat vor. Er lud die Bevölkerung dazu ein, in seinem Haus Abzüge der Obduktionsfotos anzusehen. Aus Protest gegen den 32-jährigen Politiker verließen am Donnerstag fast alle Abgeordneten das Parlament. Die übrigen demokratischen Parteien sprachen von unglaublichen Hirngespinsten oder riefen zur Ächtung des Kollegen auf. Die Ermittlungsbehörden wurden aufgerufen, wegen der Verbreitung von Dokumenten aus Ermittlungsakten gegen Louis vorzugehen. Die Hypothesen, Mitglieder der belgischen Elite unterstützten ein pädophiles Netzwerk im Land, wurden vor Gericht 2004 verworfen. Laut der ZDF-Reportage namens Die Spur der Kinderschänder, Dutroux und die toten Zeugen von 2001, verstarben während der Ermittlungszeit nach Dutroux' Verhaftung 27 Zeugen, die im Prozess aussagen wollten. Der Staatsanwalt Hubert Masser beging im Juli 1990 nach offizieller Darstellung Suizid. Ist das nicht interessant, meine Damen und Herren? Also das ist eben die traurige Realität hier. Hier gibt es den einen oder anderen Blog, wo man Sachen aufzählt über Breivik. Nicht alles, was man hier findet, ist unbedingt interessant. Man findet auch viel interessantes Material aus den Massenmedien. Hier haben wir einen Artikel von den russischen Medien, RIA Novosti. Breivik bekam paramilitärisches Training in Weißrussland. Und dann gibt es andere Artikel, und es wurde auch vor Gericht so halb bestätigt. Er war dann in anderen Ländern auch noch, hätte dann nach eigenem Bekunden Training bekommen von einem Serben. Also hier war er und dort war er. Sehr, sehr, sehr bizarr. Und wir bleiben an dem Thema dran. Hier die Israeli-Connection, also israelische Dienste hätten ein Motiv gehabt, sich da einzumischen. Andere Regierungen hätten ein Interesse daran gehabt, ihn zu schützen. Hier mit die empfohlene Story von der Activist Post. Anders Behring Breivik, Shades of Gladio. Gladio, das Terrorprogramm. Ein Nazi-Programm aus dem Kalten Krieg. Die NATO hatte hier ein geheimes Netzwerk aus Zellen. Man rekrutierte aus jedem Mitgliedsstaat eben ultrarechte Leute, also gläubige Faschisten, Rassisten. Man sagte ihnen, wir geben euch alles, was ihr braucht. Kodierte Funkgeräte, Sprengstoff, Nahrung, Waffen, Ausbildung. Und ihr müsst dann neue Leute rekrutieren, Gleichgesinnte. Und ihr werdet dann aktiviert werden irgendwann. Dann müsst ihr gegen die Russen kämpfen oder gegen sonst wen. Man hat dieses Netzwerk dann eben zweckentfremdet für Anschläge unter falscher Flagge, um eben Politik damit zu machen. Sehr, sehr schmutzig, meine Damen und Herren. Und Sie lernen besser, was es damit auf sich hat. Hier schreibt uns noch jemand per E-Mail. Hallo in der deutschen Standard-Michel-Küche. Lagern heute mehr tödliche Utensilien als in jedem Waffenschrank. Mit den weißen Wasch- und Putzmitteln oder Insektenvertilgungsmitteln eines Haushaltes kann man heute leicht absichtlich oder unabsichtlich etliche Menschenleben auslöschen. Ich bin dafür, dass jeder unbescholtene Mensch sich zur Selbstverteidigung bewaffnen darf. Grüße an alle von Frank. Vielen, vielen Dank. Ja, da sollen wir jetzt Waschmittel verbieten oder irgendwelche anderen Gebrauchschemikalien verbieten, Streichhölzer verbieten, Benzin verbieten. Ich meine, selbst wenn es funktionieren würde, per Gesetz und Überwachung irgendwie alle Waffen irgendwie zu entfernen aus der Gesellschaft, dann hätten wir immer noch das Problem, dass die Regierung Waffen hat. Und warum soll man der Regierung unbedingt mehr trauen als dem Nachbarn? Aber selbst wenn es keine Waffen gäbe, selbst wenn wir eine gute Fee hätten, die diese Erfindung rückgängig macht, und es hätte sie nie gegeben, und es wird sie auch nie mehr geben, dann würden Killer, wahnsinnige Killer, immer noch Möglichkeiten finden, um möglichst viele Kids auszulöschen, die was sich verteilen, dann vergiftete Kuchen auf der Insel oder sonst irgendwas. Es gibt immer genügend Möglichkeiten und
das Verbot von Selbstverteidigung, Selbstschutz bringt uns nicht weiter, ganz im Gegenteil. Hier heißt es ARD, ein interessanter Tipp. ARD sendet heute einen Bericht über den Bund Deutscher Sportschützen um 22:45 Uhr. Ja. Und die ganzen, ich habe gesehen, wie die Leute sind, die dann auf den Unis sind und dann zu der ARD gehen oder zu den anderen Öffentlich-Rechtlichen gehen. Alles Linke, alles total linksglobalistische, naive Typen, die von Tut und Blasen keine Ahnung haben, aufgewachsen, in Watte gepackt, in der Mittelschicht zu Hause mit Mami und Papi. Völlig hoffnungslos, völlig hoffnungslos. Hier schreibt uns noch jemand, Herr Bröckers. Nachwort, Ausgabe 2004, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, Cannabis, Marihuana, 2001 Verlag erschienen. Vielen Dank für den Tipp. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir weisen nochmal darauf hin, Ihre Unterstützung macht diese Sendung möglich, macht es möglich, dass wir expandieren können, dass wir mehr Leute erreichen, dass wir Werbekampagnen fahren können. All das kostet nun mal Geld. Allein mit Twitter und Facebook erreichen wir eigentlich nur die gleichen Leute. Das ist halt nun mal so. Wir müssen eben expandieren, das ist ganz richtig. Nur wir expandieren lieber solide und auf einer soliden Basis, nicht mit irgendwelchen halsbrecherischen, seltsamen Aktionen, die meistens nur verpuffen. Also unterstützen Sie uns, weisen Sie Leute darauf hin, auf diese Sendung, auf die Webseite. Unterstützen Sie uns mit einem HD-Abo. Sie können in der Mediathek und in unserem Infokrieg-Shop alles finden. Sie kaufen sich einfach ein Ticket, können bezahlen per PayPal oder mit Banküberweisung, können einfach bequem dann per E-Mail Ihr Passwort erhalten. Mit dem Passwort können Sie dann die Sendung live gucken und als Aufzeichnung in High Definition. Es sieht wirklich hervorragend aus. Besser als viele teure Programme, die viel Geld kosten. Und Ihr Betrag hilft uns enorm. Wir können hier wieder viel, viel mehr machen. Und natürlich vergessen Sie nicht den Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Hier nochmal unser Portal shop.infokrieg.tv. Das war's von mir für heute. Wir sind zurück. Morgen zur regulären Sendezeit, es sei denn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wir kündigen das dementsprechend immer an. Ansonsten morgen zur regulären Sendezeit ab 7, das war's von mir, ich bin Alexander Benisch und wir berichten auch noch über eine ganze andere Bandbreite diese Woche.